Oder wie hieß wieder euer Ronny und willkommen zur neuen BG Commentary. Wir sind hier. Moment. Silberbruchmühle. Ja, schon ein paar BGs her. Moment, so. Wie im letzten BG, also es ist ja eine Aufnahmesession, die ich jetzt soweit mache. Noch zur Erinnerung, es ist vieles noch nicht so ganz, ne? Also es etabliert sich das eine oder andere noch. Deswegen auch von den Stats hier oben nicht so irritieren lassen. Ich probiere halt auch noch so ein bisschen aus. Weil man hat als Red zum Beispiel das Problem. Das hier wurde genervt. Das ist nämlich nur noch... Boah, ich weiß nicht mehr, wie stark es ist. Also es wurde, glaube ich, jetzt um 50% oder 70%. Ich weiß nicht. Das hat nochmal einen Nerf bekommen, der nicht gerade schwach, nicht gerade leicht war. Warte mal, da wechsle ich mal wieder. Viele arbeiten auch damit mittlerweile. Da soll ich das mal drin lassen? Das war eigentlich ganz nice. Ich lasse mal drin. Viele arbeiten auch damit. Ich habe damit jetzt nicht gearbeitet, weil ich es einfach zu angenehm finde. Ich habe auch ganz gut Holy Power eigentlich. Ist aber schwierig, weil es ist halt doch hart genervt. Mit Crit geht's allerdings. Also in einem BG vorher, Marathi-Becken, war es schon ganz okay. Allerdings, ich kann mal kurz die Statistik zeigen. Es sind ganz viele Heals, die da drin sind. Es sind ganz viele. Das darf man nie vergessen. So, dann geht's auch gleich los. Wir haben alle Buffs und so weiter. Gegner kurz durchgehen. Okay, macht jetzt nicht so den Mega-Eindruck. Ja, bei uns geht's. Wird schon schief gehen, wie man so schön sagt, ne? So, dann werde ich mir Standarte stellen. Banner weg. Palistan. Ah, ne, doch nicht. Klatschen wir so weg. Hoppa. Chill of Vengeance. Ah, warum bin ich denn noch... Dann, ah, dann töten wir dich. Was war denn das? Ja, geil. Was ist dann? Okay, Bubble ist raus. Die Eule kicken wir. Dispel wir auch gleich mal. Alter Schwede. So, Dispel von ihm. Ach, scheiße. Oh, fuck. Unglaublich viel Damage gerade. Ah, ich werde sterben. Gut, kriegen wir wenigstens die anderen beiden. Sieht gut aus da oben. Die Hammer, die kriegen wir hoffentlich durch. Ja, da ist niemand, die kriegen kein Damage. Diese Zahlen, ich gucke immer mal so rein. Einfach so ein bisschen das Gefühl dafür zu bekommen. Also nicht wundern. Alter, ich bin 21k. Ja, okay, das ist klar, warum dann der Charmy geplatzt ist. Habe ich aber gerade ziemlich viel live gehabt. Weil das sind 30%. Ja, 5k, 15k. Da habe ich 55k live gerade. Voila. Das ist natürlich eine Hausnummer. Gut, wichtig ist, wir haben zwei. Ah, die geht noch rein. Ah, da ist ein Mage oben, ne? Ja, ich gehe mal mit hoch. Kann ich den noch helfen? Ne, den kann ich nicht mehr helfen. Das ist zu weit weg. Ist natürlich schlecht, wenn jetzt da hinten alle verrecken. Wenn wir die oben durchkriegen, ist natürlich. Oh, nice. Ah, scheiße. Ne. Schade. Sind da alles oben? Ja, okay, drei Leute oben. Ja, dann ist kein Wunder. Das ist ein Shadow. Ich weiß nicht, wo die hingehen. Ich bleib mal hier. Was ist denn das da? Ah, noch ein Shadow. Falls da oben was kommt. Okay, gut, wir deffen mal lieber ein bisschen. Ich möchte nämlich die Punkte heimkriegen. Nee, nee, geh doch damit, helf doch da. Ach, das ist einer. Ist eine Shadow, der Rogue hilft ihm nicht. Ah, okay, jetzt ist der Shadow gleich tot. Und der Rogue, jetzt ist er mit in den Kampf gekommen. Ja, toll. Ja, Druide alleine brauchst du nicht kommen. Ja, hier sind alle sichtbar. Ich wollte gerade sagen, nee, der Wreckflip bist du nicht. Geht ja auch gar nicht, ist er tot. Der Arme ist ja tot, schon seit über einem Jahr. Ich glaube vor 2-3 Tagen Todestag von Wreckfall. So, ist er jetzt da oben bei uns? Ja, komm. Egal, was hast du? Kommst du jetzt hierher oder nicht? Was willst du? Du bist alleine. Kommt der jetzt wirklich her? Weil im Target hat er mich noch. Ich habe keine Ahnung, was er vorhat. Ist der jetzt hier direkt vor uns oder ist der auf der anderen Seite? So, das Ding haben wir durch. Ah, ne, der ist auf der anderen Seite. Ist der denn da rum?
Na toll, die klatschen uns jetzt hier auseinander. Babbel ich am besten gleich. Lightning Light. Haha, geil. Geil! Ich find's geil. Oh ja, Shido Vengeance, dann. Jetzt müsstest du gleich sterben. Ah, scheiße, ich komme nicht dran. Aber der Shami kann nochmal sterben. Nice. Wie geil war das? Na, dich brauchen wir noch. Boah, ey. Erstmal ein bisschen was dispeln von ihm. Hier noch. Das ist ja nicht unsere. Oh, man sieht das richtig. Geil. Echt nice. Der Monk kroppt richtig gut. Ah, Kacke. Und die Eule hier ist dann. Warte. Nee, das kriegen wir hier nicht. Ist durch. Na, ich werde jetzt sterben. Oh, nice. Wow. Ich heile dich doch. Was auch immer du vorhast. Ich nicht. Oh, toll. Jetzt ist der Heilmonk, jetzt tötet der mich. Sack, ey. Jetzt sind wir schon wieder alle möglichen Leute hier. Das ist schon hart hier. Hm, toll. Allein kann man nichts killen. Man kann die Eulen trotzdem ein bisschen dispellen. Ja, okay, gut. Das ist ein Close Game soweit. Man kann das immer noch gewinnen. Alter Schwede, aber ey, guckt sich den Damage doch mal an. Das ist krank. Und ist es? Ja, das ist halt. Es ist abartig. Es ist echt abartig, weil. Ich weiß auch nicht, was da. Ich muss das im Nachhinein mal analysieren. Leute, macht doch das Totem weg. Nochmal Blinding Light. Oh, macht nix. Ah, die wollen hoch. Abartig. Na, es wird so weit weg. Freedom. Den Druiden hier. Alter Schwede, stirb einfach. Alter Schwede, wie ich uncharged. Und ich fast tot bin. Erstmal Damage abnehmen. Und durchheilen. Aszendenz, dann werde ich mal. Dass er kickt. Komm her, Shami, komm her. So ein Idiot. Mal den ausrollen. Ja, wenn man irgendeins geht gleich durch, dann ist.
Also noch wehren wir uns. Ja, ich glaub's aber nicht, dass wir's packen. Ich glaub's nicht. Aber wir probieren's. Es ist nicht durch. Sie brauchen eine Lore noch. Lava, ja. Nee. Nicht Lava. Oh, fuck. Spanner ist weg. Okay, blind. Wait, dann. Ach, du Scheiße. Ach. Ja, das. Wenn Lava durchgeht, ist Win. Deswegen lassen die uns auch die anderen beiden. Aber wenn die zwei durchgehen würden, haben wir gewonnen. Aber die geht vor der. Also die Lava-Lore geht vor der Steinlore durch. Ja, brauche ich jetzt auch nichts dazu holen. Ja. Das gehen wir wahrscheinlich nicht mehr, oder? Ich habe auch keinen Burst oder so. Lol, sind die dumm. Aber das ist echt doof. Ah, das ist selten dämlich. Das ist selten dämlich von denen. Ah, ne, Quatsch. Die haben Lava. Das heißt, die haben mir Wasser geholt. Ich finde es genauso dämlich. Aber das ist okay. Also, Heal. Ich meine. Aber ey, guck sich doch mal den Damage an. Da muss ich jetzt erstmal durchgucken. Scheiß auf das BG. Alter Schwede. Wie heftig ist das denn? Das ist schon hart. Das immer noch. Das ist krank, der Damage. Entschuldigung. Auch wenn es nicht so viel ist, aber alter Schwede, was ist denn hier kaputt? Stern sogar. Also, ich meine, haben die Leute getötet? Na, immerhin 7 oder 10. Jetzt müssen wir mal gerade mal Vergleich gucken. Judgment. Ja, gut, ich hätte auch mehr machen können. Ja, ich habe hier Rechtbringer hätte ich reinnehmen können. Ah, ich glaube, da wäre ich auch nicht wirklich an den Damage rangekommen. Gerade mal, wenn die durchgehen, wieder Crit. Ja, alles okay. Ja, passt. Jetzt muss ich aber wegen der Heilung mal gucken, weil das ist gar nicht so uninteressant. Ich habe 29 WOGs rausgehauen. Aber die Crit-Heilung geht jetzt. Gut, kein MS wahrscheinlich. Ich habe, glaube ich, nie ein MS drauf gehabt. Ne? Kritische Heilung geht. Und das waren halt, aber gut, wie viele Crits hatte ich denn? 8 Crits, das ist auch nicht viel. 27%, aber besser als 10%. So, kann man mal gucken bei Bannungen. Ja, na, nice. Hier, guck mal hier. Wunderschön. Halt dementsprechend die Targets angreifen, die dann entsprechend Effekte haben. Gut, okay. Das war's dann. Ich sag wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wisst ja, Daumen hoch, Kommentar, Abo, Glocke, Kreml-Kanals. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.